Als ich den Themenvorschlag von Johannes Christoph gelesen habe, war ich erst mal verblüfft. Dachte, ja klar, der Pirol kommt vor in dem Buch, nicht nur einmal. Er ist ein schöner Vogel. Aber was soll man daraus für Funken schlagen? Und je länger diese Zettel hier lagen und wir auch den Vortrag schon längst gesagt haben, jawohl, gerne, schossen mir immer mehr Bilder durch den Kopf. Wir sitzen mit Christian Geißler bei der Aaltugerei im Garten am Tisch, auf dem Dollard, wo er lange gewohnt hat mit Sabine. Und was passiert? Er lauscht, er guckt. Wir sprechen über die Vögel, die dort sind. Und ruckzuck hat er ein dickes Vogelbestimmungsbuch in der Hand und blättert und zeigt, das ist hier, das ist da, der ist da oben. Und er imitiert Stimmen und war also völlig, es war ihm ein wichtiges Thema. Andersherum habe ich jetzt irgendwann die Bibliografie noch mal in der Hand gehabt, die ich gemacht habe zu Geißler und habe da irgendwas überprüfen wollen. Und da gibt es einen Text, Wo in Sichtweite. Ich habe den nie gelesen, doch ich habe ihn irgendwann mal vor Jahren gelesen, aber ich hatte ihn völlig aus dem Kopf und denke jetzt, was ist das denn eigentlich? Und lese den Text, Wo in Sichtweite. Der fängt an, Wo in Sichtweite, und dann kommen reihenweise Vogelnamen und dann kommt, wo vielerlei Leben so frei ist, sind wir im Reiderland. Das ist also vielleicht auch eine kitschige Hymne an die Heimat, an das Heimatland, aber diese Worte, wo vielerlei Leben so frei und das Vogelleben frei, da habe ich gedacht, das wird ein interessanter Vortrag. Und darauf freue ich mich jetzt, Johannes Christoph. Bitte schön. Ja, Ich habe danke schön. vergessen zu sagen, was und wer Sie sind. Sie sind jetzt in Kassel, Sie haben bei der Deutschen Bibliothek gearbeitet und was Sie jetzt in Kassel machen, eine Bibliothekarsausbildung, glaube ich. Nein, ich bin jetzt nicht, also es ist richtig, ich wohne in Kassel und mache am Landesarchiv in Marburg eine Archivarausbildung. Naja, Entschuldigung, Ja. das ist mir hier durchgegangen. Also, bitteschön, Johannes Christoph. Ja, danke. Also ich habe tatsächlich mein Vortragsthema auch aus persönlicher Neigung zur Vogelbeobachtung gewählt. Jetzt hat ja Herr Krumbach gerade schon gesagt, dass ja eben auch Christian Geißler langjähriger Vogelbeobachter gewesen ist. Ich möchte aber jetzt zeigen, dass dieses Thema nicht nur der Spleen eines Autors und seines Lesers ist, sondern der Pirol tatsächlich literarisches Element in Kamalatta. In Geißlers Werk beginnen kleinere Vogelmotive ab das Brot mit der Feile immer relevanter zu werden. Also da gibt es etwa die Figur Henning Specht, das Amselnest auf der Fensterbank als kleine Idylle ganz zu Beginn des Romans. Und solche kleinen Motive ziehen sich dann durchs ganze Werk, auch wenn ich meine, dass diese ornithologische Bedeutungsfülle ihren Höhepunkt in Kamalatta erreicht hat. Und ja, spätestes Dokument dieses ornithologisch informierten Schreibens ist dann dieses Gedicht Wo in Sichtweite, das ja gerade auch schon genannt wurde. Die Vielstimmigkeit und Widersprüchlichkeit, die jetzt heute auch als Hauptmerkmal von Kamalatta immer wieder zur Sprache kam, ist auch im Vogelmotiv selbst enthalten. Also es wird besonders deutlich, dass darin die Widersprüche der Liebe zum Leben und ihrer Bedrohung enthalten sind. Das wird dann im Bild des Pirols zu sehen sein, aber auch die Widersprüche zwischen dem Einzelnen und der Gruppe. Worauf ich im Bild des Fliegens eingehen werde. Mein Vortrag hat drei Teile. Ich fange an mit den verschiedenen Bedeutungen des Pirols, komme dann dazu, was ich implizite Vogelmetaphorik nenne, also im Wesentlichen solche Metaphern wie das Fliegen, und schließe dann mit einer etwas allgemeineren Betrachtung
diskutieren in literarischen Texten. Wo der Pirol in der Dichtung vorkommt, also in Gedichten von Emily Dickinson, René Char über Johannes Bobrowski oder ganz aktuell Esther Kinski, wo der Pirol vorkommt, da werden meist drei auffallende Merkmale genannt. Das ist zum einen das leuchtend schwarz-gelbe Federkleid, der melodiös flötende Ruf und die versteckte Lebensweise. Fast immer wird mit dem Pirol eine Spannung zum Ausdruck gebracht. So ist die Schönheit des Vogels verknüpft mit der Klage über und der Erinnerung an eine verlorene Zeit, sei es die Kindheit bei Bobrowski oder der Frieden bei René Char. Eine melancholische Grundstimmung begleitet den Pirol in der Literatur, als würde seine versteckte Lebensweise den Vogel als immer schon Abwesenden dafür prädestinieren. Diese Spannung oder diese Ambivalenz zwischen den verschiedenen Attributen des Vogels verschärft sich in Kamanata noch, sodass dort der Vogel, der Pirol, gleichzeitig ein Zeichen für die Liebe zum Leben und für den nahenden Tod ist, also für den nahenden Tod von Pauli. Der Pirol taucht nämlich in Kamanata zum ersten Mal auf, als sich die Erzählung dem Versteck von Pauli zuwendet, zu Beginn des dritten Teils des Romans. Der beginnt atemlos, prädikatlos, Zitat, kein Blut mehr, gelber Geruch im Kutscherhaus Jenisch Park, der Spott zwischen Eiben und Ahorn, der Ruf des Pirol, Gülyolu, Zitat Ende. Nach dem Banküberfall in Neumünster, bei dem Pauli angeschossen worden ist, versteckt ihn die Gruppe bei Borje. Das Bild des schwarz-gelben Vogels bleibt den ganzen Roman über eindeutig mit Pauli assoziiert und verschwindet mit dessen Tod aus dem Text. Gelber Geruch evoziert Krankheit und Tod. Diese negative Konnotation ergänzend ist der Ruf des gleichfarbigen Pirols als Spott zwischen Eiben und Ahorn zu hören. Pauli selbst hingegen sieht den Pirol zunächst ganz positiv und will ihn sogar anlocken. Zitat, wir füttern den an. Er ist schön. Der kommt, sagte Pauli. Das geht. Er hatte Lust auf den bunten Vogel. Zitat Ende. Jemand hat ihm Bücher der Vogelkunde geholt, aus denen ihm vorgelesen wird. Sein Sinn für die Schönheit des Vogels und seine Beschäftigung mit ihm sind deutliche Anzeichen von Lebendigkeit. Der so düster begonnene Absatz endet mit der Hoffnung, es geht. Also Paulis Rettung scheint möglich. Es geht. Diese beschwörende Formel wird nicht zum letzten Mal vorkommen. Diese Hoffnung geht dann beinahe in Euphorie über, bevor aber am Ende des nächsten Absatzes von Angst die Rede ist und es heißt, er lag starrend verkrallt. Auf engstem Raum, wir befinden uns immer noch erst im zweiten Absatz dieses Kapitels, wird eine Situation zwischen drohendem Tod, Hoffnung und Lebendigkeit erzählt. Vereint findet sich diese Ambivalenz im Bild des Pirols, der immer dann wiederkehrt, wenn von Pauli und also genau dieser Gemengelage die Rede ist. Diese Ambivalenz setzt sich in der nächsten Pirol-Szene fort. Zitat, ist klug, aber horch, aber saust wie allein. Geh, Schwester, pack meinen Atem, den Vogel, der friert mich und feuert und fliegt und futtert mich gelb, der Schöne. Der stinkt, der Atem des Vogels. Boy, wie diesen Angriff, dies Branden aus Giften, das Brennen der Bilder, kurz vorher schon konnte, aufflackern, einflattern sehen, hatte den Schuh mit der Waffe vorsichtig näher an sich gebracht, weg von der Hand, die im Fieber nicht wissen kann, was sie tut, mutlos. Jetzt klammerte sie sich eng über Paulis fliegenden Körper. Pauli lag gelb, in tiefer Entfernung, von allem frei. Zitat Ende. Lyrisch assoziativ lässt Geißler hier den fiebernden Pauli sprechen. Es ist der typische Stil von Geißlers Lyrik, in dem die Satzteile so ineinander geschoben sind, dass sie grammatisch mehreren Phrasen gleichzeitig zugeordnet werden können und mehrdeutig bleiben. Der Atem scheint hier mit dem Vogel identifiziert. Man kann auch assoziieren, dass die Lunge mit ihren zwei Flügeln den Körper mit Luft versorgt. Der Vogel, der Atem, also das Leben, soll nicht entkommen. Aber gleichzeitig heißt es,
der friert mich und feuert und fliegt und futtert mich gelb. In Paulis fiebernder Vorstellung schwächt und verzehrt ihn der Tirol und scheint dem Vogel der Tod am Werk zu sein. Diese beiden kurzen, gedrängten Szenen, Paulis Anlockversuche und sein Fiebertraum, bilden den Bezugsrahmen, der in seiner ganzen Ambivalenz durch jede weitere Nennung des Tirols wieder aufgerufen wird. Dann genügen knappe Andeutungen. So 100 Seiten später, als Anna und Feder mit dem Auto durch Italien fahren, wohin sie sich abgesetzt haben, heißt es, Zitat, große Käfer aus alten Kastanienwäldern klatschten gegen das Frontglas, selbst tot. Er wird es nicht schaffen. Ich denke an Pauli. Das ist nicht mehr auszuhalten. Anna horchte auf Vogelstimmen. Das Tuchdach des Wagens war weit zurückgefaltet. Hier gibt's noch reichlich Pirole. Zitat Ende. Es wiederholt sich die assoziative Verknüpfung von poetischer Beschreibung, Gelbtod, konkretem Namen, Pauli und dem Verweis auf ein eigenes lustvolles Interesse, Vogelstimmen, Pirole. Obwohl die Farbe Gelb hier auf die Käfer referiert, ist ihre Verknüpfung mit dem tödlich verletzten Pauli und dem Pirol aus den vorherigen Szenen offensichtlich. Annas lapidarer Satz, ich denke an Pauli, lässt auch die Leserin sofort an die intensiven Schilderungen von Paulis Versorgung durch Boy denken. Und auch viel später im Roman ist der Pirol narrativer Begleiter Paulis. In lyrisch verknappter Prosa heißt es, sarkotmisiert, Gold rollt der Vogel Pirol, gelb zerfällt Pauli. An dieser Stelle liegt Pauli bereits im Sterben. Die Lust und die Hoffnung, die er zu Beginn am Vogel noch hatte, sind verloren. Die Angst hat jetzt die Oberhand. Er nimmt den Vogel gar nicht mehr wahr, passiv und ganz auf seinen schwer verletzten Körper zurückgerufen, zerfällt er. Neben diesen mit dem Pirol assoziierten Gefühlen der Lebendigkeit, Hoffnung und Angst trägt ein weiterer Aspekt zum Emblemcharakter des Pirols für Pauli bei. Es ist beider Verborgenheit. Seine versteckte Lebensweise zählt zu den charakteristischen Eigenschaften des Vogels. Man bekommt ihn nur selten zu Gesicht, da er sich die meiste Zeit in hohen Baumkronen aufhält. Im Roman heißt es, fühlen Sie sich beunruhigt, verbergen Sie sich im Laubwerk, so bleiben Sie meistens unsichtbar, auch wenn wir Sie in der Nähe hören. Zitat Ende. Ein impliziter Quellenhinweis schließt sich diesen Satz an. Zitat, neben der Staffelei lag ein kleines vogelkundliches Buch, am Schemel hing ein Glas von Zeiss. Diese Engführung von Paulis Versteck und der Lebensweise des Pirols wird im Roman vom Gefängnisarzt Bantu explizit benannt. Während er Boy bei der Behandlung Paulis unterstützt, nachdem er mit verbundenen Augen zum Versteck gebracht worden ist, errät er den Standort allein durch den Ruf des Pirols. Zitat, sie hatten ihm wieder die Augen verbunden. Und dass er in Büschen und Bäumen auch blind Bescheid weiß, von klein auf das Rascheln abhorcht, im Blätterfunkel den Pfiff, den Tipp, der verrät, Julio, das ahnt so leicht keiner. Er war bis ins Morgengrauen geblieben mit allem, im Herzschlag von Pauli, im Grauen. Im Ruf des Pirols. Ach so, der ruft nämlich nur im großen, sehr alten Parks. Im Jenischpark hatte Bantu Rollern gelernt. Der singt sonst in Hamburg nirgend mehr. Zitat Ende. Später überprüft er im Telefonbuch Boys Adresse und sieht sich bestätigt. Für Bantu kann der Ruf des Pirols in Hamburg nur eines bedeuten, Jenischpark, also auch Pauli. Ich komme zum zweiten Teil. Neben den Vögeln, die mit Artnamen oder zumindest konkret als Vogel genannt werden, das sind außerdem Pirol, der Eisvogel, Weidenlaubsänger, Wintergoldhähnchen und viel mehr. Neben diesen Nennungen gibt es weitere Verwendungen bildlicher Sprache, die ich implizite Vogelmetaphorik nennen möchte. Also all jene Elemente bildlicher Sprache, die implizit oder metonymisch auf das
spezifische Verhalten oder den Körperbau von Vögeln verweisen. Besonders auffällig sind in Kamalata natürlich die vogelaffinen Decknamen Feder und Flügel, aber auch das Fliegen allgemein und komplementär der Absturz, das Flattern von Prof sowie weitere bildliche Feder- oder Gefiedernennungen gehören in diesen Bereich. Ich beschränke mich aber an dieser Stelle auf die Flugmetapher in zwei widersprüchlichen Varianten. Nämlich einmal der Einsatz des Flugvermögens zur Flucht und dann das Fliegen als Ausdruck von Lust und Lebendigkeit. Pauli liegt also bewegungsunfähig im Versteck. Der Pirol ist für ihn nicht nur aufgrund seiner Schönheit ein Bild der Hoffnung, sondern auch, weil er fliegen kann. Pauli identifiziert sich mit dem Vogel. Könnte er selbst auch fliegen, wäre sein Entkommen sicher. Denn, Zitat, die können nicht fliegen, die hinken nur nach. Zitat Ende. Der schöne Vogel fliegt frei, während die Verfolger nicht einmal richtig gehen können. Darin scheint Paulis Hoffnung zu liegen. Wenn sie mich finden, fliege ich los. Aber der weitergefasste Kontext lässt diese Hoffnung höchst ambivalent erscheinen. Sie ringt mit der Resignation, denn vollständig lautet die Stelle, Zitat, er hatte Lust auf den bunten Vogel, den Colt im Schuh vom Bett. Wenn sie mich finden, fliege ich los. Die können nicht fliegen. Die hinken nur nach. Pass jeden Schritt auf, ob du Schatten hast. Die sollen uns nicht finden. Mach mich gesund. Ach Teufel, ich stink schon so tot. Zitat Ende. Mehr als für Heilung oder Rettung steht das Losfliegen an dieser Stelle wie die Möglichkeit der Selbsttötung in aussichtsloser Lage. Auch Boy sieht diese Gefahr, und das war eben schon ein Zitat, ich zitiere es hier nochmal. Sie hatte den Schuh mit der Waffe vorsichtig näher an sich gebracht, weg von der Hand, die im Fieber nicht wissen kann, was sie tut, mutlos. Zitat Ende. Diese Bedeutung des Losfliegens tritt im Verlauf der Geschichte noch stärker in den Vordergrund. Paulis Hoffnung verflüchtigt sich bis zur Gewissheit, dass der Tod nicht mehr abzuwenden ist. Zitat, Pauli wusste, er fliegt bald ab. Warum sagen wir fliegen? Zitat Ende. Also die Freiheit, die das Fliegen für Pauli bedeutet, ist also eine Freiheit zur Flucht oder sogar zum Tode. Für Prof gilt das noch viel stärker, aber darauf kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen, vielleicht dann in der schriftlichen Fassung. Es gibt in dem vielstimmigen Gewebe, das Kamalata ist, aber auch eine positive Deutung des Fliegens. Die mehrfach variierte Losung, fliegen können wir nie aus Flucht, nur aus Lust, widerspricht dem gerade geschilderten Fliegen als Wegfliegen. Pauli flöge nicht aus Lust und er flöge allein. Das Fliegen aus Lust hingegen ist vor allem ein Fliegen gemeinsam mit anderen. Ein Beispiel. Im Pariser Theater, das einigen der am Banküberfall Beteiligten als versteckt dient, führt Karst sowas wie eine theatralische Einzeldarbietung auf. Und das ist so eine Art Binnenerzählung, die mit ganz vielen Zitaten, Anspielungen und werkimmanenten Verweisen gespickt ist. Beschränke mich hier aber auf einige Bemerkungen zum Fliegen. Nach der Szene auf dem Marktplatz mit dem Mönch Michi, der Pirol genannt wird, wird es fantastisch. Tannenbaumbärbel packt Nico den Schmied und fliegt mit ihm los. Zitat, da packt mit zwei Fäusten Bärbel sein Ohr. Unk nicht, du Wanst, du kennst meine Flügel. Halt dich gut fest, wir fliegen. Unterwegs, also auf dem Flug, treffen sie weitere Paare und Einzelpersonen, deren Namen zum Teil aus Kamalata, aber auch aus der Zeit, dass wir leben, bekannt sind. Die Frauen tragen die Männer im Flug und am Ende landen alle gemeinsam am Feuer, wobei Tanz und Musik Ausgelassenheit herrscht, und die Freude ums Feuer, die freie Wut der Verschwörung, wie es dort heißt. Das Ganze ist eine Feier der Freiheit. Alle kommen, Zitat, aus Freiheit und Liebe und um ihre Freude zu fliegen,
Folgerichtig ist Michi hier kein verachteter Ausgestoßener, wie zuvor auf dem Marktplatz, sondern gehört zur Gruppe. Als Pirol, als bunter Vogel unter Vögeln. Die ganze Bande wird tatsächlich Vögel genannt. Die, Zitat, hottenden Vögel, ihr Rock und Pop. Zitat Ende. Hier ist der Flug an sich überwiegend mit positiven Aspekten konnotiert. Das Fliegen ist eindeutig eine gemeinschaftliche Tätigkeit gegen die Vereinzelung, eine Verschwörung im fliegenden Kreis. Als unbändige Feier des gemeinsamen Lebens ist das Ganze damit eine Bewegung gegen den Tod und ganz anders gerichtet als Paulis Flugvorstellung. Allerdings besteht diese Freiheit nur in einem Zustand des als ob, wie der Erzähler sagt, der nicht zu den Tanzenden gehört. Zitat, die tanzen gegen den Tod, als seien wir frei. Das Ganze geht also nicht gut aus, die Gruppe dort wird verraten. Und auch wenn, aber auch wenn die Freude des gemeinsamen Fliegens nur kurze Zeit Stand hatte, reicht das für den Beweis, dass es möglich ist, dass es geht. Zum Schluss tritt der zu Beginn dieser Szene als Mönch und Pirol eingeführte Michi als Schlosser auf. Das heißt, Zitat, er stehe inzwischen, heißt es beim armen Volk bald, verölt und verkrümmt, der Tänzer, der Vogel Priol, ins Arbeitsgeschirr eines Schlossers vermummt, unschlagbar. Hier sind wir, antwortete Karst. Es ist kein Tanz, ich heiße von nun an Schlosser. Und das ist auch die vorhin schon erwähnte Stelle, an der Karst dann den Namen Schlosser annimmt und damit auch wieder auf die Zeit, dass wir leben, verweist, wo ja einer der Widerstandskämpfer Schlosser heißt. Am Ende der Szene muss also Michi, der Pirol, seine Schönheit tarnen und seine Flugfähigkeit verstecken. In solcher unfreien Situation können Schönheit, Lust und Lebendigkeit gezwungen sein, sich bedeckt zu halten. Dennoch drückt die Darbietung von Karst alias Schlosser aus, dass das Gefühl der Lust Bedingung von allem anderen ist, auch für den Kampf, in dem er mit den anderen steht. Und auch wenn auf den freien Flug die Niederlage folgt, er war und ist möglich. Zitat, in lauter Verkleidungen hatte er losgemacht, freigeturnt, rausgetanzt, was Michi der Mönch uns Leuten zu sagen hat, freut euch, wehrt euch, es geht, wir leben. Zitat Ende. Ich komme damit langsam zum Schluss. Tiere in literarischen Texten haben in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Unter der Bezeichnung Literary Animal Studies hat sich eine ganze Subdisziplin entwickelt. In diesem Zusammenhang möchte ich mit Blick auf Kamalata noch kurz auf die Unterscheidung zwischen diegetischen und semiotischen Tieren eingehen, die der Germanist Roland Borgartz in seinem methodischen Aufsatz Tiere in der Literatur macht. Borgartz versteht unter semiotischen Tieren solche, die, Zitat, als Träger von Bedeutungen, mithin als Mittel der literarischen Rede fungieren, Zitat Ende, und also dabei über sich hinausweisen. Priorität hat nicht ihre Bezeichnung als spezifisches Tier, sondern ihr stellvertretender Verweis auf etwas anderes. Tiere hingegen, die in literarischen Texten für sich stehen, also, Zitat, als Lebewesen, als Objekte literarischer Rede vorkommen, nennt Borgartz unter Rückgriff auf den Begriff der Diegesis von Genette diegetische Tiere. Sie sind Teil des Universums der erzählten Geschichte. So trennscharf wird man diese Typen nur in der Theorie finden. In literarischen Texten kommen die Tiere meistens mit Merkmalen beider Typen vor. Ganz deutlich kann man am Pirol in Kamalata sowohl diegetische als auch semiotische Aspekte aufweisen. Als Vogel, dem Figuren wie Pauli, Blues oder Bantu ihre Aufmerksamkeit widmen und von dem sie teils sehr genaues Wissen haben, ist er ein diegetisches Tier. Typische Merkmale wie der melodiöse Gesang, das auffallend gelb-schwarze Gefieder und die versteckte Lebensweise stimmen mit unseren außerliterarischen Kenntnissen des Vogels überein. Im Roman ist eindeutig ornithologisches Wissen eingeschrieben.
das Wissen wird nicht nur über den Erzähler eingebracht, sondern eben auch von den Figuren, die ihre Kenntnisse untereinander austauschen. Hingegen gehört die Funktion des Pirols als Attribut Paulis zu den semiotischen Aspekten. Auf dieser Ebene ist jede Nennung eines Vogels mit zusätzlicher Bedeutung aufgeladen, sodass die Bezeichnung für Pirol eben für mehr steht als für das bloße Vorkommen dieser Vogelart in der Welt des Romans. Und ich habe ja gezeigt, dass der Pirol eben auf Paulis Versteck, den drohenden Tod und anfänglich auf seine Hoffnung hindeutet. Besonders auffällig ist die Verschränkung von sachlicher und bildlicher Ebene dort, wo das genaue Sachwissen über den Pirol dazu dient, die Metaphorik zu präzisieren. Man muss also von der scheuen und zurückgezogenen Lebensweise des Pirols wissen, um sie als Verweis auf Paulis Situation im Versteck lesen zu können. Und das kommt ja sozusagen im Roman direkt so vor, also Pauli macht ja genau das. Nicht Pauli, Bantu. Bantu kann ja von dem Pirol Rückschluss ziehen auf die Anwesenheit Paulis. Insgesamt ist es ein sehr individueller Umgang Geißlers mit dem Pirol als literarischem Motiv und weit entfernt von konventioneller Vogelsymbolik. Es findet sich im Roman ein letzter Hinweis auf diese bewusste Verknüpfung von Vogelkunde und literarischer Erzählung, nämlich die Verwendung des Wortes literatornithologisch. Ich habe hier heute also über die literatornithologischen Aspekte von Kamalata gesprochen. Danke. Ja, vielen Dank auch unsererseits. Ich spreche mal für alle. Und ja, ich bin immer wieder erstaunt. Heute bin ich ein 9. Mal erstaunt über Aspekte, Zugänge zu diesem Roman Kamalata. Gibt es zu dem Beitrag von Johannes Christoph Bemerkungen? Mir ist das zum Beispiel gar nicht aufgefallen, also mit diesen Namen, auch Henning Spechtflügel und so weiter. Das sind Dinge, die, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, über die, es steckt so viel in Kamalata drin, dass man leicht über das eine oder andere hinwegliest und dass bei jeder Lektüre mögen es andere Sachen sein, aber und bei jedem der Vorträge, die ich heute gehört habe, habe ich wieder Dinge entdeckt, wo ich sage, wenn ich Kamalata jetzt nochmal lese, werde ich auch darauf noch achten. Ingo hat sich gemeldet. Ja, vielleicht ein bisschen unterkomplex angesichts des Niveaus, dessen, was da ausgebreitet wurde, aber die Vögel, die Präsenz der Vögelmetapher ist mir natürlich auch aufgefallen. Specht und Korn zum Beispiel heißt ja Hühnerfutter, ja, der Schnaps. Ne? Also das Vögel sind allenthalben bei Geißler in der Tat. Und so als dumpfer Hermeneut dachte ich mir immer, aha, weil ich ja bei Romantik auch war. Wir finden in der romantischen Lyrik die Geißler sicherlich, also in ihren bekanntesten Vertretern Eichendorff, Brentano und so weiter, gut vertraut war, finden wir eine erhebliche Präsenz von Flügelmetaphern. Und ein Protagonist heißt ja auch Flügel. Ja? Protagonistin? Protagonistin, glaube ich. Genau, man weiß es gar nicht genau, Protagonistin. Und nun kam ich darauf, also die romantische Lyrik hat im Kontrast zur klassizistischen Lyrik von Schiller, Goethe, es immer mit den Flügeln der Seele, immer mit den Flügeln der Seele. Dämmerung will die Flügel spreiten und meine Seele flog nach Haus, Eichendorff, solche Sachen eben. Und das waren begeisterte Leser des Neoplatonismus, Plotin, ja. Freiheit der Seele. Kann man daraus irgendwie was machen? Ob das so ein Bodensatz ist, der bei Geißler in romantischer Tradition mitgeschleppt wird? Oder also die Funktion fehlt mir so ein bisschen. Also sie ist natürlich nicht monofunktional, das haben Sie gut gezeigt. Aber was fangen wir damit an? Ja, also mir reicht es nicht, dass der vogelkundig war, ja, und dass dann also die Motive in komplexer Verfremdung und gegenseitiger Referenzialität in den Roman einsickern. Das reicht mir nicht aus. Da muss noch irgendwie eine Metaebene her. Haben Sie da irgendein Angebot für? Oder? Ja.
So direkt tatsächlich nicht, aber weil sie auf die romantische Lyrik eingehen. Also was mir aufgefallen ist, ist eine Sache, die fehlt bei ja. Geißler. Und zwar ist das die Verschränkung von den Vögeln und dem Vogelgesang mit der Dichtung oder den Dichtern, was ja ein ja, verbreiteter Topos ist eigentlich. Ja, genau. Der Vogel, Flug und der Gesang als dann, ja, Analogie zur Dichtung und der Vogel als Inspirationslieferant. Mhm. Und obwohl ja bei Geißler durchaus ja, Autorenfiguren vorkommen in den verschiedenen Werken, ist, soweit ich das sehe, dass an keiner Stelle mit dem, ja, mit der Vogelwirklichkeit verknüpft. Mhm. Das ist jetzt ja, keine direkte Antwort auf Ihre Bemerkung, ja, aber das ist eine Leerstelle, die mir aufgefallen ist und wo ich denke, das könnte man auch, da könnte man nochmal ja, weiter schauen auf das, weil das hängt ja sicher damit zusammen, wie Geißler sich als Autor selbst verstanden hat. Ja, der Topos kommt aus, also Plotin und Neoplatonismus, die beflügelte Seele steht eben für die Unzerstörbarkeit der Seele. Und das wäre, ich will nicht sagen Anachronismus, aber es wäre interessant zu schauen, ob sich sowas durchhält bei ihm einfach. Ja. Und ob der Kummer hat sich noch gemeldet. Ja, sorry. Also wir können das gerne aber auch ausführen, wenn Sie wollen, Herr Mayer. Schon gut, okay. Das ist unreine gedacht, nur zu. Es ist eben ein bisschen spekulativ jetzt, aber weil wir jetzt diesen Bezug auf die Romantik hatten, also erstmal auch vielen Dank für den Vortrag. Da fiel mir jetzt ein, also bei Sie, Herr Mayer, vorhin von diesem Oszillieren zwischen Selbstschöpfung und Selbstvernichtung gesprochen haben, ja, und Sie haben da auch von Schweben gesprochen und dann den Sprung in die Existenz, ja, und halt eigentlich Schweben und Springen zusammen ist entweder Fliegen oder Schwimmen und das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich da gerade habe und ich weiß noch nicht, wo der hinführt, aber das scheint mir ganz interessant zu sein, was nämlich auch unterstreichen würde, dass Rocker zum Beispiel nicht das Symbol ist, sondern nur etwas Fragmentarisches, das Schwimmen als ein Ding und die Flugfigur sozusagen als eine andere Figur, die sozusagen ja so eine Art Bild ist letztendlich, aber die, ja, oder so eine Art Aufhebung ist im literarischen Sinne. Ja, also, ja. Keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Christoph. Also die Flugmetapher oder so, als sozusagen das, wo sowohl die Existenz als auch so ein bisschen der Freiheitsgedanke sich zusammenfügen sozusagen. Also nicht als rein also neuplatonische, weil dann hätten wir, dann wäre die Wirklichkeit ja nur Schein, ja, sondern eben doch eine Verbindung aus den beiden. Ja, und das sozusagen aufgehoben in der Flugmetapher und dann sozusagen die Vögel auch als ein, wir haben als symbiotische Tiere dieser, dieser Aufhebung sozusagen von der Idee von Emanzipation und Freiheit, um das nochmal so zu sagen, also, und der existenziellen Grundlage sozusagen. Also ich könnte es mir jetzt nur so vorstellen, dass Fliegen in dem Sinne als ja, existenzielle Grundlage, das ja ist durchaus, also sowohl für Leben und Lebendigkeit steht, aber auch eben für letztendlich für das Sterben und den Tod. Also alle Stadien sind abgedeckt von diesem Flugbild. Jan Decker hat sich gemeldet. Ja, ich finde es nochmal interessant, dabei zu bedenken, was passiert, wenn man mehrere Vögel hat, also der Schwarm, der entsteht, auch der Schwarm von Seelen, also wie man da auch wieder versucht, ein Kollektiv reinzubringen. Und dann doch hier der Vogel sehr individuell als Einzelvogel betrachtet wird. Also hier auch so ein Bild entsteht für
ja, für das Zusammenleben von Menschen unter einem ja, organischeren, biologischeren Blick. Also das sind so Blickwinkel, die heute auch schon an anderer Stelle ein paar Mal auch eröffnet wurden. Und das finde ich interessant, also auf wie vielen Ebenen das im Roman geschieht. Also der Seelenschwarm, ich weiß nicht, ob man das auch bei Plotin oder so hatte, was passiert, wenn die Seelen zusammen ausschwärmen. Ja, also ich wundere mich, wie häufig jetzt Plotin genannt wird, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Pauline hatte sich gemeldet. Pauline, wie? Ja, ich hatte noch eine Frage zu Prof und der Flatter-Metapher, weil mir das bei Profs sehr schon oft aufgefallen ist und Sie meinten ja jetzt gerade, dass Sie das jetzt wegen der Kürze weggelassen haben, aber wenn Sie vielleicht, also ich kann auch auf die verschriftliche Version warten, aber es würde mich doch interessieren, weil es ist mir immer so am Rande aufgefallen, aber ich könnte jetzt nicht so zusammenfassend irgendwie sagen, wie das jetzt mit Prof zusammenhängt, also mir ist das nur immer im Zusammenhang mit dieser Unbeständigkeit und Prof flattert immer weiter und findet irgendwie nicht so einen Ort der Geborgenheit und wechselt immer wieder die Wohnung und so. Genau, aber würde mich nur noch so ergänzend interessieren. Ja, ja, also das, das Flattern von Prof steht tatsächlich im Zusammenhang mit seiner Unbeständigkeit. Also es gibt dann, ich glaube, es gibt eine Szene, in der ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, aber da stellt ihn Tapp sozusagen zur Rede und möchte eine klare Aussage und Entscheidung von Prof haben. Und dann heißt es so, dass aber Prof flatterte ins Gelächter oder so. Und also genau, also Flattern ist ja sozusagen keine richtige Bewegung, sondern ein defizitäres Fliegen oder so. Also wer nur flattert, der kommt nicht weit. Und ja, da steht es auf jeden Fall im Zusammenhang mit Profs Unentschiedenheit zwischen kritischer Arbeit im Sender, dem Engagement für die Gruppe und dem Leben mit seiner Familie. Ja, wenn sich jetzt nicht forsch jemand meldet, nehme ich das zum Anlass, zu einem Ende zu kommen.